Nein, war schon relativ früh zu Beginn des Spiels, wo er die Null hat stehen lassen. Also der einfach, Manu ist für mich absoluter Weltklasse-Torhüter. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, weil er ist, wie sagen wir, in der Torverteidigung absolute Weltklasse, aber auch mit Ball. Das heißt auch die Lösung, die er dann immer wieder hat, auch wenn er unter Druck kommt, aber dass er das Spiel, den Ball im Spiel hält, sind einfach für uns enorm wichtig. Er hat die Ruhe, er hat die Gelassenheit, aber auch die Qualität, die Pässe genau so zu spielen, dass der den Ball dann bekommt, einfach auch was mit anfangen kann. Und von daher sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass er bei uns da am Tor steht. Ich denke, gerade die Position des Torhüters, die ist in Deutschland sehr, sehr gut besetzt. Ich muss da auch nochmal wirklich beide Torhüter, die dabei waren jetzt hier, Kevin Trapp und Olli Baumann. Es ist natürlich gerade für die Spieler, sind die einzigen Spieler, die nicht gespielt haben. Auch in der Situation, wenn man so einen Torwart vorne dran hat, dann in jedem Training so eine Qualität, so professionell auch zu arbeiten, wie die beiden es gemacht haben. Aber auch dann will ich noch, wie sie sich im Team einfach auch verhalten. Das ist großer Respekt, wirklich. Da muss ich sagen, das ist absolut klasse. Und das haben sie beide sehr gut gemacht und deswegen auch mehr als ein Lob verdient.